Hallöchen und herzlich willkommen bei Gripscoach TV. Ich bin der Gripscoach und heute geht es um die Prüfungspanik. Und zwar die Prüfungspanik, die Kaufleute vom Büromanagement befällt, die nicht rechtzeitig mit der Prüfungsvorbereitung gestartet sind. Und deswegen habe ich hier, es gibt zwei Typen insgesamt, die, die gut gelernt haben und trotzdem unsicher sind und die, die zu spät angefangen haben und deswegen unsicher sind. Für beide Typen habe ich Last-Minute-Tipps, die auf jeden Fall helfen werden. Natürlich kennst du das wahrscheinlich, die Aufschieberitis, das ist die Prokrastination, dass wir anfangs hoch motiviert sind, wenn wir bei der Berufsausbildung starten, sage ich mal, die Prüfung ist ganz weit weg, die schieben wir weg, aber irgendwann kommt da die Prüfung in Sichtweite, bekommen dann Panik, weil wir zu spät noch nicht angefangen haben mit der Lernerei, wieder hoch motiviert, aber dann reicht die Zeit nicht mehr, um alles nachzuholen. Denn bedenke bitte, das Gehirn braucht Zeit zum Lernen. Es muss das Gelernte ja verarbeiten, ne? Also deswegen halt ist es halt schwierig oder gar unmöglich, natürlich alles aufzuholen in zu kurzer Zeit. Deswegen habe ich hier zwei Tipps für dich, wie auch du es trotzdem noch schaffen kannst, vielleicht noch gerade so die Prüfung zu bestehen. Also schauen wir mal. Und zwar, worum geht es überhaupt? Ich bekomme immer sehr häufige Fragen gestellt, weißt du ja. Ne? Ich bin ja in dem Beruf führend beim Kaufmann für Büromanagement oder Kauffrau. Die kriegen etwa so die Fragen. In einer Woche ist meine Prüfung, ich fühle mich unsicher. Oder was soll ich lernen? Oder in 2 Wochen schreibe ich meine Abschlussprüfung. Welcher Prüfungsstoff ist wichtig? Und du kannst ja erahnen, welchen Kern diese Fragen gemeinsam haben. Ne? Es ist die Zeit. Die Zeit wird immer dann zum Engpassfaktor, wenn es zu spät ist, mit der Prüfungsvorbereitung zu beginnen. Ich sage immer, es ist nicht zu spät zu starten, aber es ist in der Regel dann zu spät, alles aufzuholen. Das wirst du dann nicht schaffen. Das ist ja völlig klar. Jemand, der 3 Monate vorher angefangen hat, bekommt das ja eher gebacken als jemand, der 2 Wochen vorher mit dem Lernen anfängt. Deswegen gebe ich für beide Typen hier mal Tipps, wie du das meiste halt rausholen kannst. Bevor wir damit starten, wieder einmal ein kleiner Hinweis, weil ich möchte dir ja helfen, eine Prüfung mit einer 1 zu rocken, mindestens einer guten 2. Demzufolge sage ich auch immer wieder, was ich dir anbieten kann, damit du das schaffst. Und wenn du deine Prüfung mit 1 rocken willst, dann habe ich für dich ein 8-Wochen-Intensivprogramm für die AP2. Ist dann relevant für dich, wenn du im Herbst 2022 oder später eine Prüfung hast. Dann packe ich mich jetzt auf die Warteliste für die Gripscoach Challenge, die dir genau dabei hilft, deine Prüfung mit Note 1 bis 2 zu rocken. Unter challenge-warteliste.gripscoachtv.de. challenge-warteliste.gripscoachtv.de. Wenn du aber jetzt in Kürze eine Prüfung hast, das heißt, du kannst nicht warten, bis die Challenge startet, das ist ja immer limitiert von der Zeit her, dann hol das Lernlustpaket für den zweiten Teil der schriftlichen Abschlussprüfung Kaufleute für Büromanagement unter lern-lust.gripscoachtv.de. lern-lust.gripscoachtv.de. Spare nicht am falschen Ende. Bildung ist immer eine Investition in deine Zukunft. Mit einer guten Note hast du viel bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, als wenn du durch die Prüfung fällst. Dann ist klar, dass du nämlich gar keine Chance oder wenn du halt sehr schlecht abschneidest. Ne? Also hol dir das mal. So, schauen wir mal. Typ 1, du hast genug gelernt und fühlst dich trotzdem unsicher. Vorausgesetzt, du hast rechtzeitig angefangen mit der Prüfungsvorbereitung. Dann brauchst du jetzt die Zeit, um dein Prüfungswissen zu checken, zu testen. Das heißt, du musst es testen, um ein Gefühl der Sicherheit zu bekommen. Ingenieure, Forscher und Mediziner, die messen, du testest. Dann hast du ja Ergebnisse schwarz auf weiß, also ein Feedback, ob du es wirklich drauf hast. Das hast du gelernt, gelernt, gelernt und dann musst du dich testen, wie ein Sänger zum Beispiel, der erst dann weiß, ob er gut ist, wenn er auf der Bühne steht und Applaus bekommt. Da weiß er, er ist gut, er hat das getestet sein können. Und du musst dann Wissen testen anhand von Prüfungsaufgaben, Multiple-Choice-Aufgaben, was auch immer, um zu schauen, hast du es wirklich verstanden? Kann ich die Prüfung nachher auch entsprechend korrekt lösen? Also meine Tipps, wie du dein Prüfungswissen testen kannst, um ein Gefühl der Sicherheit zu erlangen. Alte Prüfungen sind der Klassiker, da kursieren ja viel illegale Kopien. Dazu sage ich nichts, ist natürlich nicht erlaubt, das zu kopieren, wird trotzdem gemacht. Das heißt, alte Prüfungen mit Musterlösung halt, da hapert es meistens dran, weil ja nur die Prüfer die Musterlösung bekommen. Du bekommst da so ein Lösungsblatt, da hast du dann die Multiple-Choice-Aufgaben, die gebundenen Aufgaben drauf, aber nicht die Lösungserläuterungen, was die offenen Aufgaben anbelangt. Deswegen bin ich hingegangen, habe gesagt, in der Challenge machen wir Prüfungstrainings, wo ich auch das euch ganz genau erkläre. Also mit Lösungserläuterungen, die ich einmal live performe oder im Video als Aufzeichnung, als auch nachher in den Prüfungsaufgaben zum Ausdrucken. Und originalgetreue Prüfungsaufgaben, die ich ja auch mache, aber auch andere Verlage. Ihr seid genannt, sicher zum Kaufmann für Büromanagement, wo du auch Frage-Antworten hast mit Erläuterungen, also sehr prüfungsnah, aber auch, wie gesagt, nicht 1 zu 1 kopieren, weil es einfach illegal ist. Ne?
und jede Menge Multiple-Choice-Aufgaben. Da gibt es auch viele Anbieter, zum Beispiel Absolvio, finde ich persönlich sehr gut, die damit primär arbeiten. Aber natürlich biete ich das genauso an. In der Grips-Code-Challenge bekommst du auch von mir jede Menge Multiple-Choice-Aufgaben. Um genau das zu schaffen, dass du das erstmal verstehst, das Wissen, dann wiederholst mit Audios und Mindmaps zum Beispiel. Verstehen kannst du mit Büchern und Videos. Und dann der Test, ne, prüfungsnahe Aufgaben oder alte Originalprüfungen oder Multiple-Choice-Aufgaben. Das ist der ideale Weg. Und das Ganze eingebettet in einem vernünftigen Mind-and-Body-Set. Das heißt, dass du physisch gut drauf bist, Nährstoffe, ne, du brauchst ja Nährstoffe, um ordentlich zu funktionieren, dein Gehirn, dein Körper, als auch ein Mindset. Ne. Viele haben Denkblockaden oder haben Erfolgsblockaden, dass sie denken, zum Beispiel, ich habe es nicht verdient, die Prüfung mit einer 1 zu rocken. Und das muss man natürlich entsprechend auflösen. Ne. Das lernst du auch bei mir in der Masterclass zum Beispiel. Da kommen auch nur ganz wenige rein, nur die absolute Elite. Typ 2, du hast zu wenig gelernt, beziehungsweise zu spät angefangen und fühlst dich deswegen unsicher. Dann brauchst du eine Menge Glück, ne? Weil du hast ja nur begrenzt Zeit, das noch nachzuholen und musst dann davon ausgehen oder dir wünschen beim Universum, klappt auch sehr oft, dass das, was du dann gelernt hast, auch wirklich in der Prüfung drankommt. Zumindest so viel, dass du die Prüfung zumindest bestehst. Mit einer guten 4, sage ich mal. Also schau mal, selbst wenn du zu wenig gelernt hast, gibt es Prüfungsthemen, die dir liegen, wo du besser bist. Schau dir dazu deine Noten in der Berufsschule an oder Berufsschularbeiten an, auf deinem Zeugnis zum Beispiel. Das ist der perfekte Gradmesser. Ja, da so bestimmte Stärken, sage ich mal. Und dann, wenn du zu wenig gelernt hast, fokussiere dich darauf und hoffe dann, dass das drankommt. Warum sage ich das? Also, fokussiere dich in der kurzen Zeit, die dir noch bleibt, auf diese Themen, weil die Zeit ist halt ein Engpassfaktor. Du hast ja nicht mehr so viel Zeit. Da musst du halt Prioritäten setzen, einen Fokus setzen. Das ist sehr wichtig. Und hier musst du dann erstklassig werden. Nicht nur gut, erstklassig, Meisterschaft, Meisterebene, ganz oben. Und zwar, warum ist das so? Dieses Prinzip habe ich zum Beispiel in Videos zur SWOT-Analyse einfach erklärt, erläutert. Das bekommst du im Fachwirte-Online-Kurs, zum Beispiel bei Prüfungshelden. Ne? Bei der SWOT-Analyse geht es zum Beispiel um die Stärken der Stärken, nee, um die Stärkung der Stärken, dass du die Stärken noch stärker machst, um Meisterschaft zu erlangen. Und warum das viel besser ist, also an Schwächen zu arbeiten. Wenn du das tust, bist du höchstens durchschnittlich, aber niemals überdurchschnittlich. Und wenn du überdurchschnittlich sein willst, musst du die Stärken stärken, um dann da zum Meister zu werden, beziehungsweise die besten Ergebnisse zu erzielen. Denn ein Löwe, denk da bitte mal drüber nach, ein Löwe käme niemals auf die Idee, auf Bäume zu klettern. Das machen Affen, das können die besser. Der Löwe jagen, das kann er erstklassig. Warum? Weil er immer wieder das Gleiche macht. Er jagt und jagt und jagt, wird immer besser an Jagdfähigkeiten. Der Affe klettert und immer besser beim Klettern. Und der Fisch wird immer besser im Schwimmen, weil er ständig schwimmt. Ein Affe käme niemals auf die Idee, einen Wettschwimm zu machen mit einem Fisch. Er würde kläglich scheitern. Das ist der Grund, warum ich sage, stärken, stärken. Um das meiste dann noch rauszuholen aus der Prüfung. Aber nur dann natürlich, wenn du noch wenig Zeit zur Verfügung hast. Ne? Dann halt Mut zur Lücke, was du halt nicht so gut kannst, lässt du einfach weg. Hauptsache du bestehst dann in diesem Fall die Prüfung. So, letzter Tipp, werde erstklassig in den Themen, die du bereits besser drauf hast. Mit meiner bewährten 3-Schritte-Strategie, die ich auch genau so lehre, zum Beispiel in der Grips-Code-Challenge, in der Masterclass und so weiter. Erst verstehen, dass du es wirklich verstanden hast, nicht pauken, das ist nur stures Auswendiglernen. Du musst es verstehen, um es anwenden zu können in Prüfungsaufgaben, also das Wissen übertragen können. Ne? Dann wiederholen und dann testen. Durch Wiederholen stärkst du oder festigst du das Prüfungswissen, was du vorher verstanden hast. Durch das Testen findest du heraus, ob du es anwenden kannst in den Prüfungsaufgaben. Wenn du ein Prüfungsthema erstklassig verstehen möchtest, würde ich dir Erklärvideos empfehlen, von mir zum Beispiel natürlich und gute Bücher. Ne? Da kann ich dir empfehlen, zum Beispiel Sicher zur Kauffrau für Büromanagement vom Merkur Verlag ist ein super Allrounder-Buch. Das ist zwar sehr dick, aber da hast du alles drin, Erklärung des Prüfungswissens, aber auch Prüfungsaufgaben. Und wiederholen kannst du mit Mindmaps zum Beispiel, du kannst ja auch selber Mindmaps erstellen, mit FreeMind zum Beispiel, aber auch meine benutzen, die ich ja auch für euch mache, weil die sehr gehirngerecht sind. Da hast du die rechte und linke Gehirnhälfte, die grafische Aufbereitung stimuliert die rechte Gehirnhälfte, die ganze Struktur und die linke durch das Wissen, was dort entsprechend aufgeschrieben ist. Audios eignen sich wunderbar, die ich ja auch anbiete, in der Challenge zum Beispiel zum Unterwegshören, zum Beispiel beim Joggen oder im Auto. Und testen kannst du mit alten Prüfungen, Lernkarten, an Azubi-Shop zum Beispiel, oder Muster- und Multiple-Choice-Aufgaben. Muster- und Multiple-Choice-Aufgaben sind auch super klasse, weil du die auch online machen kannst. Habe ich gerade einen Tipp gegeben, auch so Absolvio zum Beispiel. Aber auch natürlich, ich biete die selber natürlich ebenso an.
So, das war's. Wenn dir das gefallen hat, beziehungsweise wenn du auch deine Prüfung mit Topnoten rocken willst, dann bewirb dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir unter gripscoachiv.de/beratung. Da schauen wir mal, was ich für dich tun kann, um dich längere Zeit zu begleiten. Zum Beispiel, wenn du jetzt im Herbst 2022 die Prüfung hast und mehr haben willst als nur die Challenge, sage ich mal, die auch schon super ist, aber so ein Rundum-Sorglos-Paket, dann bewerbe dich im Beratungsgespräch, dann machen wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder wer arbeiten an Schritt-für-Schritt-Plan, wie ich auch dir helfen kann, deine Prüfung mit der Note 1 zu rocken. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Rock it!